Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu Massive Schalif. Wir stehen hier vor dem Kelch und verteidigen ihn gegen die Kadenz. Und ja, wir haben hier klitzekleine Probleme, aber ich denke mal, das sollten wir in den Griff bekommen. Als erstes müssen wir mal gucken, wie wir hier am effizientesten vorgehen. Ich würde mal fast schon behaupten, ich ziehe hier meinen Stammbrauer ein bisschen zurück und werf den Boys hier mal was Explosives auf den Kopf. Ich hoffe, das klappt auch so. Nicht wirklich. Level up. Ist doch schön. Moment. Achso, du bist der Kelch. Hier muss ich drauf. Wahnsinniger Bombenwerfer. Trage mehr Rückstoßfläschchen. Ich muss ja meine Flaschen dann am Kelch nachfüllen. Ich hoffe, das erzielt den Effekt, den ich mir wünsche. Oh ja, das tut es. Nun gut. Dann schicke ich dich mal hier zum Abräumen her. Du wirst dich danach ja noch zurückziehen können. Gut. Der Gegner ist betäubt. Und der überlebt. Oh. Das ist gar nicht gut. Verpasst ihr mal bitte eine Breitseite. Dankeschön. Versteckst du dich bitte mal kurz hier? Moment, du kannst die beiden von hier aus treffen? Mach das mal. Ja, das beantwortet meine Frage. Die Frage, die ich nicht gestellt habe. Oh, du bist jetzt wieder bei klarem Verstand. Und bombardierst mich mit weiteren Saatkörnern. Hi. Genau, geht all zum Kelch. Autsch. Lass doch den Unsinn. Nee, 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 nee. Oh, oh. Gut. Oh, 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 oh. Au. Lass das doch. Das wird jetzt ein bisschen unangenehm. Der Witzka. Beendet es eigentlich meinen Zug, oder? Wobei, geh mal bitte in Reichweite. Ziele auf den Kelch, um zurückzukehren und deine regulären Flaschen nachzufüllen. Ja, wie denn? Wenn mir das mal einer verraten würde. Kannst du anscheinend nicht, oder? Du müsstest mir auch gleichzeitig meine Leute verarzten. Naja, mach erstmal das hier.
Genau, du tötest erstmal den hier. Dann bitte den hier. Ja, ja, ist gut. Das macht leider nicht genug Damage, weil ich mich vorher noch bewegen müsste. Und das macht auch nicht genug Damage. Na komm, beweg dich irgendwo hin. Du räumst hier bitte ab. Gut. Oh, kein Rückstoß, so wie ich es mir erhofft habe. Damn it. Der ist mir ein bisschen zu dicht gekommen, deswegen einfach mal abschießen und gut ist. Dann machst du mir noch eine schnelle Bewegung Richtung Kelch. Oh, sehr gut, wir sind immer noch dran. Und dann so rum. Oh, Opa, mach sie platt. Und mit etwas Glück machst du den noch platt, dann kannst du dich heilen. Nein, das war kein Todesstoß. Genau, nimmt Schaden. Oh, Glück gehabt. Nein! Der erste Todesfall. Every hero who died over the years has had their ashes placed within us, binding us together. Since our power is nearly at its peak, we now have the strength to call upon the strongest bloodlines. Now, let's show this ancestor what they've been missing. Wie, ich kann Verstärkungen anfordern? Wie? Wie, ich kann Verstärkungen anfordern? Lass doch bitte mal den Kelch in Ruhe, okay? Ich habe das ungute Gefühl, dass sich das Ganze hier noch ein bisschen ziehen wird. Oh, these things are ugly. Yep, da sind wir einer Meinung. Is that it? Oh oh. Oh, übertreib doch nicht so maßlos. Hold fast. Still need more time. You've got it. Don't let up now. Oh Mann, und da kommt die dritte Welle. Moment mal kurz, wir sind wieder zu fünft. Hervorragend. Oh, jetzt geht's den Boys dreckig. Jetzt geht's euch dreckig. Das war übrigens nur ein Freiwurf. Das heißt, ich darf nochmal. Erstmal den Kelch hier reinigen. Ich glaube, da wendet sich das Blatt. Da wendet sich das Blatt. Aber sowas von. Einmal den hier entsorgen. Dankeschön. Oh yeah. Naja, verzieh dich irgendwo hin. Idealfall aus der Reichweite der Gegner. Ah, hab ich dich jetzt zugestellt. Das ist aber doof. Aber dahin kannst du noch schießen.
Und dann wechselst du mir auch irgendwo in die Stellung. Gut, du bist ja immer noch dran. Gut. Hier bekomme ich keinen Todesstoß mehr zusammen. Einmal hier killen. Gut. Naja, und dann würde ich sagen, rennst du mir geschwind wieder Wind zurück. Aber ich glaube, es wäre erstmal sinnvoller, wenn du dich erstmal selber heilst. Und was machst du? Hab ich keine Ahnung von. Geh einfach mal hier hin. Oh ja, das war Säure, mein Freund. Das bekommst du gleich zurück. Lass doch den Kelch in Ruhe. Der hat euch nichts gemacht. Und der nächste ist down. Oh, ich habe jetzt wieder einen Helden zurückbekommen. Sehr schön. Aber ja, hier braucht man wirklich jeden Helden wieder zurück, den man verliert. Nein! Oh, böse. Und, seid ihr soweit fertig, oder? Genau, bleibt bei den Bienen stehen. Das freut die. Alles schön brav clustern. Dankeschön. Gut. Habt ihr es bald, oder? Dann würde ich mal sagen, üben wir mal ein bisschen den Freiwurf. Oh ja, der hat reingehauen. Die Hälfte von denen ist betäubt. Na komm, mach mir die beiden mal platt. Level up. Sehr schön. Du haust mir bitte den hier um. Du wirst hier bis zum bitteren Ende kämpfen, mein Freund. Ein Rückzug gibt's jetzt für dich nicht mehr. Und solange du hier einfach jeden umhaust, sollte auch alles klar gehen. Das war jetzt nichts. Ich glaube, du bist tot. Nun gut. Genau, stellt euch mitten in die Bienen rein. So muss das. Tschüss. Und dann bewegst du dich mal hier runter. Ich hoffe mal, dass du irgendwas in Reichweite hast. Nee, leider nicht. Am Kelch kannst du dich leider nicht tarnen. Na dann, stell dich mal hier hin. Oh ja, das macht Aua, Freunde. Brave Bienchen, oh oh. Ein bisschen Glück braucht man natürlich auch. Der Einschaden ist geschenkt.
Die 5 Schaden sind geschenkt, Freundchen. Oh, oh. Genau, bleibt da stehen. Au. Sowas macht man doch nicht. Finger weg von meinem Kelch. Ich verstehe es einfach nicht. Nun gut. Ah, ich kann hier was vergeben. Noch mehr Bienchen. Ich glaube, die Flasche macht ein bisschen mehr Schaden. Nun gut, jetzt müssen wir den hier entfernen. Wobei, erstmal mit dir einen Schuss. Dafür brauche ich erstmal einen guten Winkel. Nice. I see, my advice is paying off. Your advice? Oh, da hat es noch ein Level up. Nicht gut. Und dann kannst du dich nochmal verkriechen. Mach ihn alle. Sehr gut. Ich glaube, du verkriechst dich mal wieder hinter den Kelch. Einfach nur, damit wir deine Lebenszeit ein bisschen hinauszögern können. Hast du hier platt gemacht? Oh. Jetzt habe ich meinen Alchemisten betäubt. Das war jetzt nicht so clever. Was, solange der Boy hier aufräumt, sollte alles klar gehen. Jo, wir verjagen die vom Kelch. Du schaltest bitte den hier aus. Danke. Und gehst mir direkt hier wieder in Position. Nun ja, du wartest bitte noch. Oh, deine Baumstammramme ist gerade nicht einsatzbereit. Was ich machen könnte, ist dich hier so lang zu schubsen. Das tut gut, ne? Das hatte leider nicht den gewünschten Effekt. Aber sie kassieren einiges an Schaden. Ach komm schon. Immer dasselbe mit euch. Nun ja, ihr werdet hier von meinem Bogen erledigt. Au. Ach, ist ja nett. Die bekommen nochmal Verstärkung. Als ob das noch nicht genug wäre. Und nochmal. Zeigt ihnen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Mach platt. Good riddance, you deplorable beast of pestilence. Oh ja, das ist momentan mein MVP. Der macht hier einfach alles im Alleingang platt. So, wie geplant, gehst du mal bitte hier hin. Ach, die überleben das auch noch. Wäre ja gar nicht nötig gewesen, ne? Dann musst du mal wieder hier aufräumen. Oh, ich sollte aufhören, den... Ja, ich sollte aufhören, sie gegen den Kelch zu schubsen. Weg da. See, my advice is paying off. Your advice? Oh.
wird hier langsam ein bisschen brenzlig. Aber ich würde mal sagen, meine Freunde, wie es hier weitergeht, das erfahren wir dann leider im nächsten Part. Ich weiß nicht, wie lange wir hier noch durchhalten müssen, ob das jetzt nur noch dieser eine Zug ist, ob es jetzt eine Minute ist, ob es jetzt noch eine Stunde ist. Wir werden es sehen im nächsten Part. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.